Die achte Runde der Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP ist nach 8 Stunden beendet worden. Es gab keine offiziellen Informationen. Hauptthema der Gespräche war der Bereich Landwirtschaft. Die ÖVP will 2,8 Milliarden Schilling mehr für das Agrarbudget, die SPÖ nur 1 Milliarde. Weitere Verhandlungspunkte waren die ÖBB, die verstaatlichte Industrie und sozialpolitische Fragen. Am Freitag sollen die Gespräche fortgesetzt werden. FPÖ-Generalsekretär Guggerbauer hat heftige Kritik an den Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP geübt. Guggerbauer sagte, die ÖVP habe angekündigt, durch Reformen die demokratischen Strukturen erneuern zu wollen. Davon sei jedoch nichts übrig geblieben. Die österreichische Innenpolitik werde unter einer großen Koalition vom Waldheimismus geprägt. Dies sei das Bestreben, eine überdurchschnittlich starke Regierung zu installieren, ohne für eine gleichzeitige Stärkung der Rechte der parlamentarischen Opposition zu sorgen, sagte Guggerbauer. Der grüne Parlamentsabgeordnete Buchner hat sich wörtlich gegen eine Zwangsfusionierung der einzelnen Grüngruppierungen ausgesprochen. Buchner wies auf entsprechende Bestrebungen linker Gruppen im Grünbündnis hin. Schützenhilfe erhielt Buchner von Herbert Fuchs aus Salzburg, der ebenfalls gegen eine politische Gleichstellung eintrat. Frieda Meissner-Blau sagte, im Club sei über dieses Problem noch nicht gesprochen worden. Sie bedauere, dass Buchner und Fuchs damit an die Öffentlichkeit gegangen seien. Österreich hat an hoher politischer Stelle in Bonn Verwahrung gegen die Abweisung der ORF-Mitarbeiterin Elfriede Geiblinger durch bayerische Grenzbehörden eingelegt. Österreich erwarte eine erstmögliche Stellungnahme der Bundesrepublik und die Zusicherung, dass die betroffene Journalistin ebenso wie alle anderen Journalisten in Zukunft ungehindert in die BRD einreisen könne. Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland sicherte dem österreichischen Botschafter Bauer Aufklärung zu, sobald der Regierung in Bonn eine entsprechende Mitteilung zur Verfügung steht. Der französische Ministerpräsident Chirac hat wegen der gespannten innenpolitischen Situation in seinem Land eine für nächste Woche geplante Reise nach Kanada abgesagt. Bei dem bereits über 3 Wochen andauernden Eisenbahnerstreik ist nach wie vor kein Ende abzusehen. Die Gewerkschaft und die staatliche Eisenbahngesellschaft SNCF haben dennoch die Lohnverhandlungen wieder aufgenommen. Auf dem Beiruter Flughafen sind mehrere Granaten explodiert. Nach Angaben der Polizei wurde eine Boeing 737 der libanesischen Fluggesellschaft MEA getroffen. Die Maschine ging in Flammen auf. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Auch die christlichen Vororte von Beirut wurden von den Schiiten unter Beschuss genommen. Dabei sollen 5 Menschen getötet und 10 verletzt worden sein. Das Attentat auf den libanesischen Ex-Präsidenten Camille Chamoun geht offenbar auf Rivalitäten unter libanesischen Christen zurück. Eine bisher unbekannte Gruppe namens Libanesisches Freikorps zur Sühnung Beschirs bekannte sich in 2 Zeitungen zu dem Anschlag, bei dem mindestens 3 Menschen getötet und 40 verletzt worden sind. Ein Alpinunglück im kleinen Walsertal hat 3 Todesopfer gefordert. Mit Funkpeilung aus einem Hubschrauber wurden die Leichen 3er 18-jähriger deutscher Schüler unter einem Lawinenkegel entdeckt. 2 in einem anderen Nebental des Kleinwasertales Vermisste konnten unversehrt geborgen werden. Das Wetter am Freitag: veränderlich bewölkt, häufig Schneefall. Besonders an der Alpen-Nordseite Frostabschwächung. Meine Damen und Herren, wir haben nun unser Programm beendet. Zum Abschluss bringen wir noch einen Überblick über die Sendungen von Freitag, dem 9. Jänner. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.